Ja, ein wunderschön, ihr Lieben, und willkommen zu einer kleinen Runde Last Epoch. Ich habe mir überlegt, ich will das Ganze hier mal spielen und will hier einfach mal komplett durchlatschen. So Step by Step mich ein bisschen nach oben leveln und euch dabei so ein bisschen mitnehmen. Ich habe zwischendurch ja auch schon die eine oder andere Folge hier im Internet gesehen von anderen Leuten, die denn sich dementsprechend hochgelevelt haben und hatten die Truhen und so weiter schon voll und hier und da und tralala. Und ich will so ein bisschen laufen und das Ganze wirklich komplett, ja, Vanilla kann man nicht sagen, so komplett von Anfang an mal ein bisschen zeigen. Und ich will mir einen Charakter zusammenbasteln, der auf Gegner Seelen castet, die dann wiederum auf andere Gegner springen und die damit wegrasiert. Ähnlich der wie beim Schamanen, glaube ich, hieß der von Diablo 3. Ich spiele das Ganze hier im Offline-Modus. Ja, ich hatte schon andere Charaktere fertig gemacht, die habe ich jetzt rausgelöscht. Ich hoffe, die Truhen sind leer, ansonsten verkaufe ich den Mist bei Zeiten. Und offline aus dem zweiten Grunde, weil es ja so ist, am 21. kam das Spiel ja auf Version 1.0 raus. Es war ja ein katastrophaler Launch. Ja, also es war ja wirklich komplett Absturz des Todes, kann man richtig sagen. Deswegen, ja, spiele ich es direkt offline, weil es immer noch zwischendurch Verbindungsabbrüche gibt und dann fliegt man zurück in die Stadt und das nervt mich so ein bisschen. Ich habe im Online-Modus, habe ich hier schon, das heißt übrigens Flüsterin, nicht Fisterin, habe ich schon einen Charakter in der Klasse gemacht und nein, das ist kein Bild, den ich verfolge. Also, ich verfolge meinen eigenen Bild, aber es ist kein vorgefertigter. Und da ich mitgekriegt habe, dass das halt sehr viel Laune macht, gesagt, Mensch, dann machst du den ganzen Bums nochmal und ich nehme euch einfach mal ein bisschen mit. So, wir machen hier einen neuen Charaktere. Und zwar in der 1.0. Hier gibt es noch nichts Besonderes in der ersten Season. Leider. Wir nehmen die Akolyten. Alter, dieser Name, ne? Die nehmen wir mit, weil wir wollen hier auf jeden Fall Geisterseuche haben. Und noch einen zweiten Skill, der jetzt nicht gezeigt wird. Als, wo ist es hier? Hexenmeisterin. Da gehen wir zum Schluss hin. Weil wir als Godi noch den chitonischen Spalt haben wollen. den wollen wir auf jeden Fall noch mitnehmen. Aber wir hüpfen rein, dass ich euch hier nicht zu lange einfach nur dicht sabbel. Wie nennen wir sie denn? DJ Seuchen Susi. So, DJ Seuchen Susi ist am Start. Charakter ist erstellt. Wir spielen normal und Abflug. So, Story überspringe ich. Ja, damit wir direkt rein können. Und dann warten wir, bis er geladen hat. Guck, guck, willkommen im Spiel. So, genau, wenn ihr. Wenn ihr die S-Taste drückt auf der Tastatur, dann kriegt ihr eure Standard-Skills. Und hier möchten wir gerne so den ein oder anderen mal mitnehmen. Ja, wo ist er denn? Also, hier, hungrige Seelen. Genau, das war der erste, den wir haben wollten. Ich glaube, den hat man am Anfang auch schon gesehen. Ich habe es nur verpeilt. Den wollen wir haben, weil der ist geil. Der ruft nämlich Geister herbei, die Nekrose-Schaden verursachen. Nekrose-Schaden, also, ne? Schaden von Untoten ist ganz geil, besonders in Kombination mit Gift, ist lecker. Den wollen wir haben. Und wen wir auch noch haben wollen, ist halt die Geisterseuche. Weil damit kriegen wir es nachher hin, dass die von Gegner zu Gegner zu Gegner hüpfen, Schaden über Zeit reindrücken und die wegmachen. Das ist so aktuell das, was wir haben wollen. Wenn wir nachher den Knochengolem mitkriegen, ist nice to have. Den werden wir dann wahrscheinlich bei Stufe 20 reinpacken. Ne? Erst hungernde Seele, dann die Geistesseuche und dann den Golem, weil den will ich mir als Tank umbauen. Ja, der soll die Gegner einfach nur aggro ziehen, während wir hinter dem stehen quasi, weil der rennt nämlich vor vorne, wir stehen hinter dem und daddelidu. Genau, und wie gesagt, nachher gehen wir hier auf die Hexenmeisterin und nehmen dann den chitonischen Spalt noch mit. Ja, weil der ist auch ganz lecker, so gerade weil er halt diesen Spalt macht und der auch Seelen rausballert. Das seht ihr dann, wenn das soweit ist. Ist ein kleiner Weg dahin, aber das kriegen wir hin. So, und zu guter Letzt gucken wir mal, was wir da mitnehmen. Ob wir das Seelengelage mitnehmen. Ja, gucken wir mal.
Genau, das ist jetzt so aktuell der Weg, den wir gehen werden. Ich werde auf dem Weg dahin Blutentreißen einsetzen, dann Skelette beschwören, dann nachher wandernde Geister. Also ich nehme sie alle einmal mit. Ich werde sie nur nicht großartig leveln. Ja, das ist jetzt so das, was wir machen. So, ich werde auch ein bisschen hier vorne gleich mitleveln. Ich merke, ich muss das Headset gleich ein bisschen leiser machen, ansonsten brülle ich hier nur rum. Wenn ich zwischendurch mal kurz stehen bleibe und nichts mache, nicht erschrecken, dann putze ich mir die Nase. Ich mache das Mikrofon aber vorher auf Stumm. Genau, hier latschen wir einmal munter fröhlich durch. Freuen uns einen Keks. Hoffen, dass wir gleich schnellstmöglichst Level 2 erreichen. Und dann ist das auch schon die halbe Miete. So, ihn hier, bla 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 bla. Genau, ansammeln, weiter im Text. Ja, wie gesagt, leider ist es ja so, dass man halt immer noch Disconnects kriegt im Online-Modus. So, er macht so einen Angriff, dann macht er den, dann müsste er jetzt das Feuer machen. Genau. Jetzt macht er wieder den Flugangriff oder den, genau. Jetzt macht er wieder den... Na, komm, mach den Feuerangriff. Und tschüss. Ihr seht, drei Angriffe hat der Gude. So, hier machen wir ein bisschen mit unserem Messer rum. Weil wir damit Schaden an mehreren machen. So, Messing-Setter, das ist dein ist. Was kann der? So, alles ist besser als das, was wir jetzt haben. So, dauert nicht mehr lange bis Level 2. Dann können wir schon mal unsere Skelette holen. Moin. Genau, Kollege, komm mal her. So. Haben wir wieder den Angriff. Und tschüss. Und Level 2. Das wollten wir noch haben. So, jetzt können wir hier nämlich wunderschönerweise ein paar Skelette aufstellen. Ich habe jetzt zwei Nahkämpfer, einen Fernkämpfer. Das Ganze liegt ja auf der W-Taste. Drücke ich nochmal W. Zack, wird direkt gechanged. Habe ich zwei Bogenschützen dabei. Nehmen wir auch mit. Oh, jetzt habe ich so schnell genickt, dass mein Kopf geknackt hat. Ist ja ekelhaft. So, absolutes Träumchen. So, jetzt gehen wir mal zum Bärigen. Den da schon mal auch noch schnell mit weg. Oh, da haben wir den auch schon mal auf der Seite gelegt. Und dann latschen wir jetzt hier einfach mal ein bisschen durch. Tauschen von Fertigkeiten, ja. Oh mein Gott. Gib mir her deine Bombs. Danke. Ja, Bomb. Sehr schön. Der brennende Wald. Zweite Ebene. So, hier dasselbe in grün. Wir dackeln hier auch wieder durch. Wollte gerade sagen, wir dackeln hier auch wieder durch. Hilfe, Mutti muss los. Ach, er schon wieder. Da stellen wir uns einfach von hinten dran und warten, bis er weg ist. Aber die hauen sich hier irgendwie die Gosche ein, was ich jetzt nicht unbedingt schlecht finde, ne? Also. Wir haben schon Schlimmeres erlebt. So, jetzt kommt er hier. So, jetzt haben wir die dritte Stufe erreicht. Jetzt kriegen wir automatisch schon die Knochensplitter hinterher. Und wir haben einen passiven Fertigkeitspunkt. Bestätigen. Genau, passive Fertigkeitspunkte haben wir auch. Die stärken unsere Angriffe, unser Leben etc. Ich gehe hier. Hier könnte man jetzt Intelligenz nehmen und Rüstung. Ich gehe direkt auf Schaden. Sowohl von mir als auch von meinen Vasallen, weil ich halt Damage drücken möchte. Und jetzt haben wir hier gelehrte Stiefel. Und noch mehr Zauberschaden dank dem da, okay. Nehmen wir mit, ihn sammeln wir an, alles in Ordnung, bladiblub, blub, 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 und tschüss. Durch sind wir mit der Nummer. Heißt gleich wieder weiter im Text. So, hier, ihr könnt euch mal alle prügeln. Wir bleiben hinten.
Lebensregeneration ist lecker, nehmen wir mit. Genau, dieser Marksplitter ist ganz geil. Aber jedes Mal, wenn wir den casten, verlieren wir ein bisschen Leben. Das heißt, allzu lange sollten wir das nicht machen, auch wenn wir Lebensregeneration jetzt drin haben. Früher oder später machen wir dann auch mal Sansibar, ne? Und wie gesagt, ich möchte einfach nur hier an die hungernden Seelen ran. Also im passiven Baum hier. Da müssen wir noch 4 Punkte vergeben. Dann haben wir 5, dann kriegen wir den. Yum, 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 yum. Genau, und dann schnetzen wir uns hier erstmal ganz entspannt ein bisschen durch die Gegend. Es gibt auch wieder lecker Schreine, die uns Bonis geben. Was kriege ich jetzt hier? Schreine der Betäubung. 200% erhöhte Chance auf Betäubungen. Nehmen wir natürlich mit. Der hat uns ganz besonders lieb. Ja, kriegen wir schon hin. Genau, der Charakter ist in der Spielweise hier am Anfang noch ein bisschen lahmarschig. Das ändert sich aber nachher im späteren Spielverlauf. So, jetzt haben wir schon den zweiten passiven Fertigkeitspunkt. Lecker, lecker. Also kann nur gut werden. So, jetzt haben wir theoretisch, könnten wir jetzt... Warte mal, Moment. So, theoretisch könnten wir jetzt hier schon die ersten vergeben. Das mache ich jetzt aber nicht, weil dann level ich das Ding hoch, dann reiße ich es wieder raus. Ich lasse das dann einfach so, wie es ist. Dann verlieren wir auch keine Level. Da drauf. Und, mach einfach munter fröhlich weiter. Lederhandschuhe des Lebens. 11 Punkte. Oh, hier knuspern wir uns auch nochmal durch. Where you learn to fight. Wo hast du gelernt, so zu kämpfen? Bei Cordula Grün. So, was haben wir hier? Hier kriegen wir einen Helm. Das soll ein Helm sein. Oh, sieht eher aus wie... ein Spielzeug. Lassen wir das. Ich weiß ja nicht so, was da für Fetische unterwegs sind, aber nein. So, lassen wir es mal vorlaufen. Wir holen unsere Seelen raus, machen hier nochmal einen Meter weg und fangen mal an, wieder ein bisschen Energie zu ziehen. Und ach, schön. 30%. Jetzt hauen wir nochmal mit unseren Markdingern rein und weg ist er. Well done. We're almost there. I'll see you ahead. So, Reisestab, erhöhter körperlicher Schaden. Ja, also. Haben wir körperlichen Schaden, physisch Zauber, Intelligenz, physisch Nahkampf. Was haben die? Nekrotisch, physisch, also. Lohnt sich am Anfang nicht. Wir latschen direkt weiter, ab. Ab dafür. Boah, ab in die City. Oh. So, einmal schnell das Mikrofon hier muted. Genau, das Let's Play, oder was heißt Let's Play? Die Folgen hier, sagen wir es mal so rum, werden relativ lange. Ja, weil ich werde sehr viel am Stück spielen. Ich werde das auch nicht klein schnibbeln und hochladen oder so. Sondern in einem Rutsch, in einem Bums ab nach oben damit. Dann schauen wir mal, wohin die Reise hier noch so geht. Wie gesagt, ich habe ihn bis Level 22, war das jetzt 22... habe ich ihn ja schon gespielt im Online-Modus mit vielen Abbrüchen zwischen, was echt frustrierend ist. Und nein, unsere Tabs sind leer. Geil. Absolut geil. Schauen wir mal, was du so hast.
Genau, was hast du denn überhaupt so? Ey, pst, hast was da? Oh, hier, da können wir den gleich mal mitnehmen. Was kann er hier? Giftresistenz und Rüstung. Erhöhter Blitzschaden. Ja, das bringt uns viel. Aber erhöhter Zauberschaden 16. Gegen 13. Das können wir dann direkt mitnehmen. Was wäre das hier? Gesundheitsregeneration interessiert uns nicht. Ring, ring, ring hat er noch nicht. Also direkt weiter im Text. So, da holen wir uns auch gleich den nächsten passiven Punkt. Ja, bla 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 bla. Und tschüss. Und auf in die Festungsgärten. So, hier sind wir auch nur auf der Durchreise. Gucken, vielleicht steht da oben in der Ecke eine Kiste. Manchmal hat man ja das Glück. Genau, mit hier können wir ein Portal öffnen, damit können wir uns wieder zurückbewegen. Hi, die Wieska, Mama Rizka. Ja, das kostet uns natürlich Lebenspunkte. Schade, hier oben steht keine Kiste. Ich hätte aber schon ganz gerne eine Kiste. So, nehmen wir noch ein paar Seelen, weil hier haben wir mehr Gegner. Ihr kriegt mich nicht, ihr kriegt mich nicht, ihr kriegt mich nicht. Oh, doch gekriegt. Oh, da haben wir fast das nächste Level ab am Start. Oh, sorry. Da habe ich direkt mal an meinem Kollegen hier rumgeknuspert. So, die nächsten Seelen raus. Hier sind schon wieder Gegnergruppen unterwegs. Irgendwo hier ist so ein... Aua, so ein fettes Viech. Irgendwo hier sitzt auch wieder so ein Artillerieviech. Wo ist es? Hier hinten nicht. Ah, hier ist die Kiste, von der ich gesprochen habe. Moin. So, dann wollen wir mal direkt unseren passiven Punkt vergeben. Das mache ich über die Taste P. So, gibt es hier irgendwas Geiles? Hoi. Moin. Lebhafte Schildkröte. Alles klar, Digga. Was haben wir hier für ein Speer? Zweihandspeer. Bla bla bla. Giftresistenz. Betäubungschance. 7 und 6. Ah, die packen wir doch ein, oder was? Und was hat er hier? Zauberstab. 19% Zauberschaden. Wir haben hier 10 und 3 und Cast-Geschwindigkeit. Wir nehmen den mal mit, der hat auch weniger Mana-Kosten. Da ist die Blume doch. Hier, moin. Und das hässliche Ding hier. Klatsch, weg ist er. Dann latschen wir doch einmal durch, oder was? Und Mana-Regeneration als Ring. Ein Träumchen. Fliegt nachher sowieso alles über den Haufen. Weil nachher gehen wir schön auf eine große Schaden und so eine Geschichten. Es ist so geil. Also die Geräuschkulisse finde ich absolut geil. Ich spiele das Spiel übrigens auf Deutsch. Auf Deutsche. Ja, weil ich finde, im Spiel, wenn es eine deutsche Funktion hat, dann kann man das auch gerne mal benutzen. Viele sagen, ja, spiel das auf Englisch, ist besser. Nee. Will ich aber nicht. Ich zeig's euch gerne auf Deutsch. Nicht Englisch. Nächste Englische. Weil ich weiß nicht, also, es gibt viele Menschen da draußen, die haben keinen Bock und kein Interesse daran, sich das ganze Englische immer reinzuziehen. Es gibt eine deutsche Funktion, wir nutzen sie. Wer jetzt natürlich ein Fan vom Englischen ist, der muss dann halt gucken, dass er sich das Ganze quasi durch den Kopf Google-Übersetzer jagt. Jungs, das habe ich jetzt aber nicht von euch erwartet. Also, jetzt bin ich ja schon fast ein bisschen enttäuscht. Oh. Wir haben einen Verlust zu beklagen. Moin, Digga. Ein Auftritt. Oh geil. Hol raus die Seelen, hol sie raus. Ja, komm, geht spazieren. Labt euch an ihnen. Wo ist die Ratte?
Und dann progeiert er wieder irgendwo rum. So, die ziehen wir mal mit. Ja, guck. Latsch, aus dem Leben gepustet. So, da haben wir den nächsten Punkt. Einer noch, dann haben wir's. Da warte ich nur drauf. Also nicht wundern, was ich hier fabriziere. Ich will diesen Punkt haben. Das ist das Einzige, was ich gerade möchte. So, hier nochmal ein bisschen mitziehen und hier nochmal ein bisschen mitziehen. Und moin. Lag auf der Seite geschubst. Da fallen sie alle dahin. Ach, schön. Kann sagen, schlafen. Ihr wollt ja jetzt schlafen. Oh, dann rennen wir hier nochmal los. Hoppala, sorry. Und ziehen ihm nochmal kurz Leben ab und klatsch. Watschen wir hier schon mal hoch. So, nehmen wir das alles nochmal mit. Ihn hauen wir gleich mit weg. Also ihr seht, ich ignoriere auch Tatsache hier unseren Skillbaum. Den hier ignoriere ich gerade komplett weg. So, und jetzt kommt der Hässliche. Der dauert hier immer so einen kleinen Moment. Macht er gleich seine anderen Angriffe und fängt an hier und her zu fladdern. Ich wollte gerade sagen. Na dann. Laufet, meine kleinen Seelen, laufet. Wir heilen es mal kurz hoch bei ihm. Fahren ihm gleich nochmal ein paar Schwere hinterher und schwuppdiwuppdi hat auch er erkannt, dass es wohl besser ist zu schlafen. Hey, was ist hier los? Oh. Ein Fass. Das konnte ich nicht fassen, also das konnte ich nicht lassen, meine ich. Genau, hin und wieder ist es auch hilfreich, die Wegpunkte hier mitzunehmen. Also, ich kann da immer nicht so widerstehen. Moin! Nehmen wir wieder die Seele mit. Einmal hier wunderbar unsere Knochen wieder rein. Upsi! Guten Tag! Klatsch, siehst du wohl. So, ab in die Lagerräume. Da kriegen wir dann auch wieder ein kleines Leckerchen. Nämlich den nächsten passiven Fertigkeitspunkt. So, verfluchte Gegner leiden doppelten Schaden. Das Verfluchen habe ich aber noch nicht frei, okay. Aber... ja, hier, Dr. Flatterviech, den Phönix, den holen wir gleich mal vom Himmel. Bevor der hier wieder denkt, er kann frech werden. So, moin. Was haben wir hier? Knochenmaske des Nachwachsens, erhöhte Regeneration, ausweichen. So, die haben wir direkt mal weggeholt, weil wir haben hier 3 LP-Regeneration und hier haben wir 16% LP. Gucken wir mal rein, was haben wir denn? Lebensregeneration 13 und 10. 6 Rüstung. Ja, da können wir den noch drinnen lassen. Oh, Bewegungstempo. Juhu, moin. Oh.
Ihr habt also Lust. Okay. Ja. Und tschüss. Ey, aber da rausrollen, das sieht ja so aus, als würde ich hier gleich sonst was vorhaben. Moin. Ich überlege gerade hier, irgendwo konnte man doch noch in der Wand verschwinden. Oh, hier holen wir einmal den Dicken raus, die Diener raus und nehmen den Dicken raus, so rum. Bom, so, da kriegen wir auch schon die ersten, die ersten Splitter. Genau, hier gibt es die Möglichkeit, wenn wir F drücken für Forge, eine Schmiede auszuwählen, da können wir dann Sachen reinpacken und könnten sie dann nach oben craften mit verschiedenen Sachen, die wir dazu packen können. Ja, so können wir unsere Rüstung dann aufwerten. Mache ich jetzt noch nicht, lohnt sich am Anfang für mich noch nicht. Aber was ich immer mache, ist Materialien übertragen. So, so haben wir das nämlich automatisch im Ausrüstungsbehälter. Gab das nicht mal was, weißt du? Ne, genau, so haben wir die automatisch im Ausrüstungsbehälter und freuen uns einen Keks. Genau, wir latschen die wieder raus. Dann haben wir das nämlich erledigt. Und sammeln ihn hier einmal an. So, da haben wir den nächsten passiven Fertigkeitspunkt, den wir auch hier investieren. Jetzt kriegen wir die Seelen und die packe ich mir direkt hier vorne mit rauf. Danke. Machen wir mal schnell die Armada hier weg. Danke. So, wo war ich jetzt stehen geblieben? Hey, wir haben wieder einen passiven Fertigkeitspunkt. Wieder direkt Schaden rein. Genau, wir gehen hier über Schaden. Dann gehen wir. Gehen wir hier unten irgendwo lang. Bin mir noch nicht ganz so einig. Ich gucke gerade selber noch einmal kurz. Vitalität pro Punkt. Oder erhöhte Vasallenangriffsgeschwindigkeit. Ich vermute mal, wir werden über Vasallenangriffsgeschwindigkeit gehen, damit unser Golem nachher auch seinen Job machen kann. Ja, das wäre dann so ein Ding. Aber, siehst du wohl, jetzt hätte ich hier beinahe geschlampt. In die Fertigkeiten rein und... Ups. Einmal ihn angeklickt, einmal die Seelen ausgewählt. Bam. Jetzt ist es nämlich so, dass wir die Fertigkeiten ja alle einzeln skillen können. Was ich echt geil finde. Hier nehmen wir auch direkt, dass wir mehr Seelen kriegen. Kostet zwar ein bisschen mehr Mana, aber wir haben zwei zusätzliche Projektile. Finde ich gut. Dann werden wir uns hier nochmal so ein bisschen durcharbeiten. Hier geben wir einen Punkt rein. Ja, Schaden über Zeit gegen besessene Feinde. Da wollen wir auf jeden Fall noch ordentlich Gas geben. Dann wollen wir einen auf Gift gehen. Ja, weil Seelen haben Chancen zu vergiften. Seelenarme erhöhte Chance zu vergiften wollen wir haben. Dann hatten wir, genau, zusätzlichen Zauberschaden basiert auf maximal Mana wollen wir mitnehmen. Also wir wollen hier einiges mitnehmen, das hat den Hintergrund. Ich werde mich auch hier oben lang arbeiten, weil Seelen verursachen mehr Schaden über Zeit. Das Ding wollen wir voll haben. Das Ding wollen wir auf jeden Fall voll haben. Weil die sollen Schaden machen, Schaden machen, Schaden machen. Die heften sich nämlich an Gegner. So, und wenn wir jetzt Sachen finden mit Schaden über Zeit zum Beispiel, ihr seht, das geht jetzt schon los, dann nehmen wir das mit Kusshand mit. Ihr seht, die interessieren mich jetzt gar nicht mehr großartig. So, deswegen gehen wir einmal schön nach oben, wir nehmen die nächste Quest an, wir gehen rein und Abflug und latschen hier einfach gnadenlos weiter durch. Gnadenlos, einfach durch. Durch, durch, durch. Töten Gegner unterwegs. Bam, kriegen wir den nächsten passiven Punkt. Ja, damit. Und wenn wir den voll haben, dann machen wir nämlich schon mal ein bisschen mehr Ausgangsschaden. So, hier kommen nachher diese kleinen Viecher wieder. Und hier unsere... Keine Ahnung, was sie darstellen wollen. Und das war kein Bäuerchen meinerseits, das war im Spiel. So, nehmen wir noch einen Silberring mit. Genau. Hier ballern wir uns dann munter fröhlich durch. Einfach durch. So, jetzt
Kommen hier wieder ein paar Leute. Gehen wir mit denen dann erstmal wieder mit. So, jetzt casten wir nochmal schnell ein paar Nahkämpfer, damit wir hinten stehen können und casten können. Weil wir wollen uns jetzt nicht mehr so weit nach vorne begeben, sondern wir wollen eher in der hinteren Reihe sein. Nehmen die natürlich auch gleich wieder mit und gucken mal zwischendurch, was es hier gibt. Ich habe keinen Filter drin. Werde mir irgendwann mal die Mühe machen und werde hier einen Filter reintrümmern. Je nachdem, wie der Bums hier bei euch ankommt, kann es auch sein, wenn ihr sagt, hier pass auf, mach mal eine gesonderte Folge davon, dann versuche ich mal einen Filter zusammen zu basteln, der sich ausschließlich jetzt auf ihn hier fokussiert, dass uns Sachen angezeigt werden mit Schaden über Zeit und. Ich kann es ja kurz mal antriggern. Ja, es gibt hier unten ja, Filter. Ja, ich könnte jetzt hier den Magierfilter reinsetzen. Ich habe schon eingebaut, will ich aber nicht. Ich will ja, wenn dann, will ich einen eigenen bauen, ja? Beute Filter. So, wir wollen, einen neuen Filter erstellen. Titel, Seelen, Susi, Beschreibung, Filter für die Seelen, Hexe nennen wir sie einfach mal. So, dann können wir dem Ganzen hier noch so ein wunderschönes Emblem geben, einen Totenkopf, weil, ne, so mit Toten kennt die sich ja aus und wir fügen eine Regel hinzu. Regel hinzu, Bedingungen hinzufügen. Was wollen wir denn haben? Wir wollen einen Affix haben. Und zwar wollen wir als Affix haben... Nope. Schadensart. Nekrotisch. So. Klassenspezifisch. Widerstand, nekrotischer Schaden, Nekroschaden wollen wir haben. Götzen. Und bestätigen. Bam. So. Aktualisieren. Jetzt haben wir den hier drinne. Jetzt gehen wir hier raus. Und könnten jetzt sagen, über die Einstellung, jetzt ist der drinne. Ja, alle Gegenstände, wo jetzt genau dieser Affix mit drinne ist, von wegen Nekroschaden, werden mit hervorgehoben. Ich nehme jetzt keine Filter. Weil ich den halt noch nicht zurechtgebastelt habe. Sondern, warte jetzt einfach mal ab. Legis findet man hier auch ganz viele. Aber auch viel unbrauchbares Zeug. Moin, ihn hier kurz einmal angesammelt. Guten Tag, hallo. Hilfe, sie kommen. Ja, wer denn? Oh, welche Überraschung. Da fällt ja einer vom Himmel. Moin. So, das Schöne bei... dem Angriff hier ist ja, dadurch, dass er nun schon ein bisschen Schaden macht. Ja, sieht man ja selber, die halten halt noch nicht so viel aus, ne? Ich meine, wir machen jetzt auch noch nicht den High-End-Damage. Das kommt später erst noch mit mehr Damage. Aber die fliegen zumindest schon mal zu den Gegnern hin. Und suchen sie heim und machen Schaden mit Zeit. Und da gehen wir einmal raus. Hallo. Dem klauen wir ein bisschen Leben. Jetzt machen wir unsere Seelen locker. Klauen ihm wieder fleißig Leben. Schick ihm nochmal eine Salve hin. Und klauen ihm weiter Leben. Bom, da liegt er. Da hat er Bums gemacht und unten ist er. So, ein Jadering. Was kann der Schönes? Auswählen. Knochenmaske der Reflexion. Amulett Cast Geschwindigkeit. So, Kupferpokal. Erhöhter Schergenschaden. Den nehmen wir mal mit. Ja, ja, alles klar. Gut, danke, tschüss. Haben wir hier schon Level up? Nein. Das dauert noch ein bisschen. Egal, hier können wir auch noch nichts. So, Pokal. Schergenschaden gegen Karstgeschwindigkeit und Blitzschaden tauschen wir aus. Komm, was soll das? Erhöhter Feuerschaden. Ja, gut. Jo, hier liegt einer quer. Ah, siehst du wohl. Nächster Raum. Lässt Gold fallen. Ja, ja, damit. Ja, ja, ist ja gut. Ah.
Ah, die Geräuschkulisse ist schon 10 von 10. Ja, ich habe Tatsache Path of Exile auch sehr gerne gespielt. Daher fand ich Diablo 4 auch sehr enttäuschend. Ich habe es mir geholt, ich habe es gespielt, ich habe es nicht wieder angefasst. Und da kommt mir das hier sehr gelegen. Und habe das von Snowy geschenkt gekriegt. Danke übrigens an der Stelle nochmal dafür, falls du das hier jemals sehen wirst. Und muss sagen, wie gesagt, es hat einen katastrophalen Start, aber es hat trotzdem geschwächert. Wenn man dann offline gespielt hat und ein bisschen rumprobiert hat, es war schon geil. Und deswegen, also, definitiv Attacke. Und es macht Laune. Also man kann auch echt viel Zeit hier drin verbringen. Das musste ich auch schon feststellen. Man wird auch irgendwie immer belohnt, finde ich. Also ich weiß nicht, wie es im Endgame nachher aussieht. Da will ich mich ja jetzt hinmauscheln. Ledervolljährend. Jemand Bock auf ein Lederbuch? Im Endgame komplett war ich noch nicht. Da will ich mich erst hinmauscheln. Aber, ich habe die Hoffnung, dass es besser wird wie in manch anderen Spielen. So, der ist befallen. Da müssen wir die Dauer nachher noch erhöhen vom Befall. Flatsch, flatsch, flatsch. Moin. Au. Moin und tschüss. Guten Tag. Und komm, wir holen nochmal einen zweiten von unseren, Hallo? Lässt du das mal? Von unserem Bogenschützen wieder dazu? Und hoffen, dass wir schon mal das eine oder andere passende Item kriegen. Wie gesagt, das ist jetzt alles Schaden über Zeit. Ich stehe da total drauf, also... So, hier können wir das nochmal aufmachen, den nochmal aufmachen und drauf da. Ja, damit hat er nicht gerechnet. So, Messer brauchen wir nicht. Ja, moin. So, klack. Jetzt könnten wir theoretisch schon den zweiten mitnehmen. Wir warten wieder, weil das nächste, was wir haben wollen, ist hier der Fluch. Den kriegen wir mit Level 15. Ah, die Geistesseuche. Aber so geben wir hier schon mal wieder einen Punkt aus. Und zwar nehmen wir Schaden über Zeit. Gegen besessene Feinde. Dieser Effekt stapelt sich. Oh, drauf da. Achso, wir können wieder einen Passiven vergeben. Da habe ich ja ganz vergessen. Wir vergeben den nächsten Passiven. Bam, 8 von 8. Ah. So, Lederhandschuhe, erhöhter Schaden im Laufe der Zeit. Also, wenn das kein Glücksgriff war, dann weiß ich auch nicht. So, jetzt können wir auch schon in die andere Richtung marschieren. Wir wollen hier irgendwann mal wieder weg, ne? Klonk, 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 klonk. So, hier kommt keiner mehr, ne? Nö, hier kommt keiner mehr. Wir gehen auf die Nordstraße. Nein, nicht auf die Südseite, die Nordstraße. Einfach mal so hoch. I'm sure you have questions, but let me first check and make sure the epoch's safe. Ich bin mir sicher, du hast Fragen. Naja. So, wir sammeln sie einmal an. Jetzt kommt im Hintergrund er. Er klaut ihn jetzt. Freut sich einen Keks. Und wir rennen mal nach hier oben und holen uns mal die Kiste. Hui, den nächsten Splitter. Was kriegen wir noch? Ein Rubin-Amulett der Funken mit ein bisschen Blitzwiderstand. Ach, kritische Trefferchance. Nützen wir alles nicht. Ja, komm, gib mit dem Bums. Verkaufen wir. So, sehr schön. Dann danke ich mir wieder zurück. Jetzt kommt sie erstmal um die Ecke. Oh nein, Hilfe, Mama. Was ist hier geschehen? Ganz ruhig, wer war das? Also die Story ist schon witzig, aber ja, ich bin bei solchen Spielen immer kein Freund davon, mir die Story reinzuleiern. Sondern ich will hier Action.
Ich will ja nicht hier stehen und, ne? Da kann ich mir auch ein Hörbuch anmachen. Entschuldigung, ich kann ein Buch lesen, weil Hörbuch ist ja noch nicht so viel hier. Ne, ich will ja rein, ich will ja Action, Kasala, hallo. Ja, wurde dreimal hintereinander drauf gedrückt, ne? Wurde immer noch nicht besser. Ja, ein Drache hat ihn gepackt. Das Ding sah voll nicht aus wie ein Drache, Alter. Aber absolut nicht. Oh, hier Bewegungstempo können wir raus. Materialien geben wir wieder rüber. Was haben wir hier? Gesundheit weg. Das Ding weg. Gasgeschwindigkeit. Was haben wir hier? 15. Hier haben wir. Weg. Weg. Ja, kannst verkaufen den ganzen Mist. Hier, komm. Zack, tschüss. Es gibt leider keine Funktion, um alles gleichzeitig zu verkaufen, was ich ein bisschen schade finde. Diener-LP oder erhöhter Elementarschaden. So, was haben wir hier ausverkehrt? Pass mal auf, wir nehmen das mal mit. Wir kaufen das und schmeißen das mal rein. Ich weiß jetzt nicht, ob dieser Schaden über Zeit in dem Sinne von der Befallenheit elementar ist. Aber wir nehmen ihn einfach mal mit. Weil er hat halt auch erhöhte Diener-Lebenspunkte. Das tauschen wir eh noch 1000 Mal aus, also... Davon mal ab. Jetzt muss ich das Mikrofon einmal kurz muten. Ah. Ja, absolut traumhaft. Statt das Mikrofon zu muten, habe ich erstmal die Aufnahme beendet. Habt ihr natürlich nicht viel von mitgekriegt. Ja. So, zweimal Nase schneuzen innerhalb von 40 Minuten, das ist ein guter Schnitt, kann man mal machen. Weiter im Text. So, wir reden jetzt erstmal mit Lina. Die Hüterin, bla 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 bla, gib mir einen passiven Punkt. Yes, Mädel, du bist mir sympathisch. So, ist ne? Oh, was nehmen wir denn hier? Was nehmen wir denn mal ganz unkompliziert? Jetzt muss ich mich damit ja auseinandersetzen. Ja, wir nehmen Vitalität mit, komm. Damit wir unser eigenes Leben auch mal ein bisschen nach oben drücken. So, und renn weiter. Immer weiter, weiter, weiter. So, kriegen wir hier schon? Achso, falsche Taste. Kriegen wir hier was? Nö. Einfach mal nö. Ulatri-Hochland. Ulatri und Ulatri. Ja, da sind wir dann dabei. So, jetzt kommen wieder irgendwelche Viecher um die Ecke. Moin und tschüss. Oh, rennen wir mal hier rum. Halt, Gold. Und da ist eine Kiste. Und was Tolles? Die Scherbe finde ich gut. Das andere Ding bappen wir hier rein. Das lassen wir liegen. Tschüss. Ja, der Amulett der Hoffnung. Erhöhter Schergenschaden. So, wir verpieseln uns mal nach hinten. Wir haben 15% Cast-Geschwindigkeit. Kriegen jetzt mehr Nahkampf, mehr Wurfgeschwindigkeit. Mehr Gesundheit, mehr Schergenschaden. Nehmen wir doch mal mit, oder was? Sonst gucken wir mal nach, wo die hässliche Blume geblieben ist. Da ist sie doch. Das welge Mistvieh. Doch, einmal im Dreier gesprungen, im Kreis gedreht und schon haben wir den Mist wieder. So, was haben wir hier? Crit-Chance. Gasgeschwindigkeit. Ja, komm, gib mit dem Bums. So, tschüss. So, hier lassen wir mal unsere anderen Kollegen los. Hey, mir fehlt einer meiner Kollegen. Hier. Oh, nochmal reingehauen hier. Hier nochmal reingelunzt. Lassen wir unsere Kollegen hier nochmal los.
Oh. Hagelt aber auch Erfahrungspunkte rein hier. So, was haben wir denn hier? Schärfe des Ausweichens. Erhöhter nekrotischer Schaden. Da muss ich aber nicht lange überlegen. Der kleine Wurzelstab. Auch ein stürmischer Wurzelstab. Entschuldigung, aber ich kann bei diesem Spiel manchmal nicht ernst bleiben, weil ich den Namen einfach so ulkig finde. So, Kupferpokal der Hoffnung. Joa. Was haben wir drinne? Schergenschaden. Was gibt's hier? Mehr Zauberschaden, mehr Nahkampfschaden, mehr Zündung auf Treffer, Totengräber. So, jetzt machen wir mal was. Wir packen das Schwert nämlich mal an. Achso, ja, dafür müssen wir die Diener-LP rausnehmen und dafür müssen wir den rausnehmen. Aber jetzt haben wir nochmal ein bisschen mehr Nekrose-Schaden. Jetzt hätte ich den Ring hier beinahe übersehen. Nee. Können wir auch direkt anlegen. Scheiß aufs Bewegungstempo. So, weil wenn wir jetzt nämlich mal C für Charaktere drücken... Dann gucken wir mal rein. So, nekrotischen Widerstand ist uns egal. Wir wollen gucken, was wir an Schaden machen. Nekroschaden. 90% erhöhter Schaden haben wir schon. Das ist ja genau das, was wir wollen. Bam, Level up. So, da schnappen wir uns doch gleich den nächsten. Bisschen mehr Vitalität. So, jetzt kriegen wir auch unseren Knochengolem. Den nehmen wir auch sehr gerne gleich mit. Dauert einen Moment, bis der an den Start kommt. Hier kriegen wir gleich wieder einen Punkt, den wir vergeben können. Hier nehmen wir gleich nochmal Giftchance mit rein. Danach latschen wir hier rüber. Ne, Zusatzprojektile können wir eventuell mal casten und gehen dann direkt hier auf mehr Schaden über Zeit. Oh, da ist eine Kiste. Jetzt holen wir den Dicken mal raus. Der soll nämlich unser Tank sein. Jetzt haben wir erstmal ein bisschen weniger Mana. Jetzt holen wir unsere Seelen nochmal kurz raus. Die Seelen brauchen wir nachher nicht mehr. Who is your daddy, bitch? Entschuldigung. Aber. Ich muss mal in die Kiste. Aha, Bewegungstempo. Schaden über Zeit. Halt, warte, das war für eine andere Klasse, ne? Nee, Stufe 15. Ja, gut, kriegen wir hin. Ich glaube, Stufe 15 schaffen wir. Da bin ich ganz positiv. Na, der 6% Schaden. Hier hat er 12% Schaden über Zeit. Ja. So, wir sollen das Lager aber finden. Das heißt, wir machen uns mal auf den Weg dahin. So, nun nimmt das Ding nämlich auch langsam schon mal ein bisschen Fahrt auf hier. Na, der Golem macht sein Ding. Wir machen quasi unser Ding hier. So, und unsere Bogenschützen. Beziehungsweise unsere Viecher allgemein unterstützen uns da ein bisschen. So, hier haben wir den nochmal seine Eingeweide um die Ohren. Und was wollen die? Da kommt wieder eine Dicke. Seine Blumenmonster. Jetzt hat er sich zwei geteilt. Jetzt haben wir ihn endgültig geteilt. Verstoßenen Lumpen. Ich habe verstoßenen Humpen gelesen. Upsi. Ach, und weiter im Text. Juhu. Jetzt gucken wir mal rein. Wir haben 37% erhöhte Lebensregeneration. Hier haben wir 22% erhöhte Lebensgeneration. Regeneration. Alter Falter. Oh, kann weg, kann weg. Hier gleich wieder Materialien einsacken. Wie gesagt, das mache ich zwischendurch ganz gerne immer mal, weil hier gibt es jede Menge Zeug, was man kriegen kann. Was wir nachher auch haben wollen, ist, dass wir viel Nekroschaden haben, weil da können wir uns unsere Sachen zurecht craften. So, hier latschen wir auch wieder munterfröhlich durch. Messingzepter der Stille, körperlich Krit und Betäubung.
Was hat er? Bastardschwert? Nö. Oh, guck mal, hier kann man hoch. Gibt's hier eine Truhe? Na, Platsch. Der Golem ist hier übrigens so ein bisschen gemeingefällig. Bei dem muss man aufpassen. Ja, dass man selber noch ein paar Gegner zum Wegsnacken kriegt. Na, das ist wie so ein Mensch, ne? So ein, den man den Snickers geklaut hat. Das ist nicht gut. Moin. Hinlegen, gute Nacht. Das Ausweichen, ich habe gelesen, Jadering des Ausweidens. Naja gut, das eine schließt das andere ja nicht aus, ne? So, nochmal durchgeschnetzelt hier. Ich will das da bedienen, ich will das da bedienen. Ach, schade. Ja, die haben auf jeden Fall Lust. Eine dunkle Frostaxt. So, die Dinger hier können wir aufmachen. Aber erstmal machen wir im Hintergrund die weg. Die kommen sonst gleich wieder angeschissen und wollen nur mit rummischen. So, Schergenschaden, Medina LP. Ja, nehmen wir mal mit, falls wir mal Bock haben auf ein Necrobild. Können wir das gerne mitnehmen. Aber nun kommen die Dinger hier, die sind gemeingefährlich. Da kommt ein Boss raus. Ja, Mutti ist ja gut. Yeah. Ich wollte gerade sagen, Junge, das ist deine Chance, so tu doch was. Oh, ich switch schon mal auf Bogenschütze. Oh Gott. So, jetzt ziehen wir mal schnell ein bisschen Leben aus den Taschen. Solange wir noch können. So, jetzt holen wir unsere Diener nochmal damit zu. Vergift ihn noch einmal, beziehungsweise nekromantisiert ihn. Und was kriegen wir? Oh, oh. Ich habe sonst immer Stiefel gekriegt. Zwei flüchtige Zombies beschwören bei Trankbenutzung. Und erhöhten Dienerschaden. Auch interessant für Nekro. Für mich jetzt nicht so. Ja, ansonsten hat er der Tatsache nur Müll. Naja, dann laschen wir hier nochmal rüber. Moin. Oh. Kommt gar keiner mehr. Okay. Sehr schön. So, die Bücher ignoriere ich jetzt einfach mal weg. Wir wollen hier lang. Hier kommt übrigens der Endboss. Und jetzt kommt sein... Es soll ein Drachen darstellen. Er hatte recht. Jetzt kommt sein Drachenviech. Da gehen wir nochmal aus dem Weg. So, jetzt holen wir unsere Geisterfreunde nochmal zur Hilfe. Ja, jetzt hat er auf jeden Fall Bock. Kommen unsere Seelenfreunde wieder dazu. Und knuspern dann noch ein bisschen drauf rum. So, unser Golem ist weg. Wir holen ihn wieder.
Das meine ich nämlich von wegen, unser Golem macht hier den Tank. Das war der Plan dahinter. Ja, dass der schön aggro zieht, sich alle auf ihn stürzen. Ja, deswegen auch die Gesundheit, die er erhöht, das passt. Und wir verpolen ihm nachher noch ein bisschen mehr Gesundheitsregeneration, wenn wir schaffen. Aber es hat bis jetzt ganz gut funktioniert. So, dann haben wir den ersten Boss nämlich weg. Mana-Widerstand der Leere, Giftresistenz, Messing-Zepter. Vielleicht können wir da was draus zaubern. Ah ne, Schmieden heißt das hier, Entschuldigung. Die minimale Fertigkeitsstufe liegt fest, bla bla bla. Genau. So, wir haben aber bis zur Geistesseuche noch ein bisschen was vor uns. Naja, dich soll ich auch noch rauslassen. Bla 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 bla. Moin und tschüss. Und back to the city. Der Horst. Aber back to the city ist schon mal gut. Achso, Reisen sollte man eventuell auch nur drücken. Also für denjenigen, der da drauf gedrückt hat und sich fragt, warum nichts passiert, ihr müsst unten noch auf Reisen drücken. Macht's nicht wie ich, ich belohne der Hellste bei sowas. Ey komm, ich bin wenigstens ehrlich. So, jetzt laschen wir hier wieder, warte mal, hier wieder hin, was kannst du? Ja, kein Problem. Schauen wir mal, was du hast. Erstmal Materialien wieder reinschmeißen. Erhöhte Chaosgeschwindigkeit weg, Chaosgeschwindigkeit weg. Ja, weg. Heben wir mal auf. Und ansonsten bin ich eigentlich meistens rigoros. Ja, Diener LP können wir aufheben hier. Das können wir aufheben. Weg. Die wollen wir auch aufheben. Die packen wir mal woanders hin. Der kann weg und Diener, das kommt alles darüber. So, genau. Hast du irgendwas Interessantes, was von den Grund... Für Nekrobild, was von... Für Nekrobild. So, jetzt aber nochmal von vorne, was eventuell für ein Bild echt geil sein könnte. Nein, hast du nicht. Gut, dann danke. Tschüss. So, hier habe ich ja schon 5-mal drauf gedrückt, aber wir gucken mal in die Forge. So. Können wir hier was Interessantes draufcraften? Rüstung ausweichen, Gesundheit, Widerstände, nö, tschüss. Also ist ganz easy. So, können wir hier was verbessern? Schaden im Laufe der Zeit, nö. Können wir hier noch irgendwas Geiles draufcraften? Nö, gut, dann. Tschüss. Also ganz unkompliziert. So, wir laden schon wieder nach oben, holen uns noch mal irgendwas ab da. Lena. Sprich mit Baltas, Sars. Danke, 100 Gold haben wir gekriegt. Ist doch ein Träumchen. Gut, ihr Lieben, aber ich würde sagen, das reicht dann auch bis hierhin. Ach ja, wir werden hier jetzt runter teleportiert. Gut, ihr Lieben, dann machen wir es eben nochmal so. Dann reicht's auch bis hierhin. Ich würde sagen, hier können wir dann dementsprechend ein bisschen weitermachen. In einer anderen Folge. Und dann schauen wir mal, wo die Reise hier noch so hingeht. Also wie gesagt, Punkt 1, hungrige Seelen, Punkt 2, Geistesseuche, die soll hier mit rein, danach der Golem hier mit rein. Und dann kommt der chitonische Spalt noch und da lasse ich mir irgendwas einfallen. Und dann gucken wir doch mal, wo die Reise hier so hingeht. Aber wie gesagt, es macht auf jeden Fall eine Menge Spaß, dieses Spiel. Und ja, schauen wir mal. Gut, aber ihr könnt mir auf jeden Fall gerne noch einen Gefallen tun. Gebt dem Ganzen einen Daumen nach oben. Schreibt mir, was ihr von der ganzen Idee dahinter haltet. Gerade auch so wirklich Schritt für Schritt alles zu zeigen und euch da so ein bisschen mitzunehmen. Ich denke, das ist vielleicht gar kein verkehrter Ansatzpunkt.
Klar, dauert ein bisschen länger. Ist jetzt keine Folge von einer halben Stunde oder so. Ist jetzt aber auch kein Ding von 4, 5, 6 Stunden. Das versuche ich nämlich auch so ein bisschen zu vermeiden. Stunde ist in Ordnung. Viel, viel extrem weiter darüber würde ich gar nicht gehen. So könnt ihr euch das selber einteilen. Guckt euch das an, wie ihr Bock habt. Und dann passt das. Und ja, ne, ich stehe nicht da. Oh, guck mal, das habe ich in der Truhe. Das packe ich jetzt ran. Das musst du mitnehmen und tschüss. Sondern ihr seht Stück für Stück. Das ist so der Plan hinter der Nummer. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zusehen, wünsche euch viel Spaß beim Gucken und ich würde mich freuen, wenn wir noch eine weitere Folge machen würden. Das lasse ich von euch abhängig machen. In dem Sinne, haut rein, macht's gut, bis dann, tschüss.